Willkommen zum Pokémon 6 zu 10 bei Road to Shilabin, Pokémon Schwert. Da sind wir und es war einige Stunden später. Für euch waren es vielleicht einige Tage oder einige Minuten oder vielleicht auch einige Sekunden oder wie auch immer. Wo steckt Delion bloß? So spät sonst nie. Er hat mich noch nie hängen lassen und hält sich immer an jedes Versprechen. Champ ist er auch nur geworden, weil er es mir ganz fest versprochen hatte. Ja, das ist natürlich definitiv der Grund. Er ist kein fantastischer Trainer. Nein, er hat es dir versprochen und deswegen ist er Champ geworden. Pünktlich zu einer Verabredung zu kommen, sollte dagegen doch ein Kinderspiel sein. Musst du hier so einen Lärm machen, Alter? Die ganze Energie hattest du mal in deinen Kampf stecken sollen. Da wäre sie nützlicher gewesen. Hä? Was erzählst du Neues? Erzähl mir was Neues. Ich mach wirklich mir Sorgen um Delion, klar. Außerdem muss ich mir von jemandem wie dir keine Moralpredigt anhören. Wie soll dich in diesem Outfit jemand ernst nehmen? Ja, das Outfit ist ja nicht schlecht, ne? Aber nur gut. Wow. Wenn du immer nur aufs Äußerste achtest, wundert es mich nicht, dass du verloren hast. Und was den Champ angeht, der ist zum Rose Tower gegangen. Zum Rose Tower? Keine Ahnung warum. Ich habe ihn nur zufällig an der Mowray Haltestelle getroffen. Ich soll euch ausrichten, dass er sich etwas verspätet. Er will irgendwas im Rose Tower erledigen muss. Im Rose Tower? Ausgerechnet jetzt? Boah, was will er da bloß? Sag mal, Ness, könntest du uns vielleicht den Weg zum Rose Tower zeigen? Immon und ich haben leider keinen blassen Schimmer, wie man da hinkommt. Du bist genau wie dein Bruder. Reicht man euch den kleinen Finger, wollt ihr gleich die ganze Hand. Aber ich will mal nicht so sein. Schließlich will ich ja nicht, dass sich wegen euch noch der Start des Finalturniers verzögert. Außerdem seid ihr mir nicht total unsympathisch. Immerhin habt ihr es geschafft, mich zu besiegen. Am besten trommel ich zur Verstärkung gleich mal Team Yell zusammen. Statten wir dem Rose Tower gemeinsam einen kleinen Besuch ab. Du bist der Größte, Ness. Vielen Dank. Jetzt wird rangeklotzt. Und zwar richtig. Okay, was um Himmels Willen hat Ness vor? Unsere Pokémon sind geheilt. Jo. Was hat um Himmels Willen Ness vor? Ich wüsste es gerne. Was definitiv uns vorliegt, ist, dass Libero auf 1 ist jetzt, weil wir den definitiv jetzt brauchen. Okay. Hallo, Ness. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ich bin noch nicht ganz... Ich bin noch fix und fertig von einem Kampf gegen Immon. Team Yell ist jetzt offiziell Fanclub von Immon, Mary. Und wir brauchen auch deine Hilfe. Ich bin zutiefst gerührt von eurer Familienbande, aber euch hat niemand um Hilfe gebeten. Oh, Olivia? Liga-Präsident Rose befindet sich gerade mitten in einem wichtigen Meeting mit dem Chef. Die zwei dürfen auf keinen Fall gestört werden. Unbefugte ist der Zutritt zum Rose Tower ohnehin verwehrt. Um ihn mit der Moray zu erreichen, wird ein spezieller Schlüssel benötigt. So wird gewährleistet, dass der Liga-Präsident sich nicht mit ungeladenen Gästen abplagen muss, solange sich im Rose Tower aufhält. Ich werde den Schlüssel einem von mir ausgewählten Mitglied des Liga-Personals anvertrauen. Euch ist sicher nicht entgangen, dass der Liga-Präsident solche Spielchen mag.
woran ihr erkennt, welches Mitglied des Liga-Personal den Schlüssel hat? Tja, das müsst ihr schon selbst rausfinden. Ich bin ein Meister der Tarnung. Versucht nur, mich zu finden. Okay. Na toll. Und was jetzt? Warum einfach, wenn es doch kompliziert geht? Aber hey, das wird uns nicht aufhalten. Team Yell hilft bei der Suche. Wir sind immerhin der offizielle Fanclub von Immon. Guck, das sind meine Fans, Leute. Andersrum, andersrum, das Pink hätten sie gerne tauschen können gegen Grün und das Schwarz gegen Gelb. Dann würde ich damit zufrieden sein. Genau, dann würde ich zufrieden sein, aber leider ist es das nicht. Perfekt, ich suche die Gegend vom Stadion ab. Mach das. Okay, wie sieht's aus? Gehen wir erstmal zusammen zum Bahnhofplatz? Klar. Super, solange alle mithelfen, schaffen wir es mit Links den Rose Tower zu erreichen. Mhm. Goodbye. Okay, lass uns diesen bösen Angestellten der Liga Pokémon-Liga möglichst schnell finden. Der Typ hatte so eine abgefahrene Sonnenbrille auf, wenn ich mich nicht täusche. Jo, das hatte er. Auch ein kleiner Trick oder ein kleiner Clou für euch, wenn ihr das nicht so ganz wisst. Tatsächlich ist das so, dass ihr euch tendenziell wirklich tatsächlich merken könntet, wo sich wer befand und wie er sich wo wer befand. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn wir jetzt hier rausgehen durch diese ganze Geschichte. Und da haben wir was sogar. Da habe ich sogar was übersehen. Tatsächlich was übersehen. Ein Teil waren wir nämlich hier und haben hier ein bisschen uns umgeschaut. Ich war nicht wieder drüber eigentlich, dass wir alles gefunden haben. Aber anscheinend habe ich dann doch alles gefunden. Sonderbonbon. Okay, ja komm. Okay, Sonderbonbon. Ich wurde mir bestimmt in den Kommentaren geschrieben oder auch nicht. Wenn nicht, dann schade. Wir gehen aber trotzdem zu Hop. Mal gucken, ob Hop dann irgendwie was da hinten gefunden hat. Was eigentlich hier hinten ist, weil grundsätzlich die ganzen Leute alle immer in der Regel vorne sind. Ich glaube, Hop ist auch nicht hier. Nee. Ist nicht hier. Also, doch, doch, da ist er. Hi, Hop. Keine Spur von diesem bösen Liga-Angestellten. Wo steckt der bloß? Ich weiß ja, wo der steckt, aber tendenziell ist das so, dass man hier sich in der Stadt umgucken kann. Aber Leute da draußen, braucht euch nicht groß umgucken irgendwo in der Stadt. Es ist tatsächlich so, dass es lediglich nur an diesem Platz selber ist. Und ja, an diesem Platz selber müsst ihr einfach gucken, wo sich wer aktuell befindet. Und die sich jetzt aktuell fest befinden, sind auch die im Endeffekt auch einer von denen der Richtige ist und alle anderen sind die Falschen. Und das wird sich auch nicht ändern. Er hier ist der Richtige. Hey, Immon. Dieser Typ ist da, ist super verdächtig, aber er will mir einfach nicht sein Gesicht zeigen. Sag doch mal was, um ihn zu erschrecken. Dann dreht er sich bestimmt um. Da ist Olivia! Was? Mist, jetzt habe ich mich umgedreht. Und jetzt bin ich noch umzingelt. Na schön. Dann wird sie eben gekämpft. Kämpfen wir mal. Ich kämpfe gegen Will. The Will One. The Will One hat The Mauzi One. The Stahl Mauzi One. Da haben wir ja The Libero One. Der The. Eigentlich brauchen wir einen Doppelten, ne? Eigentlich nur der Doppelte. Der Doppelte ohne Käse. Ja, der Doppelte ohne Käse reicht. Ich dachte schon, der reicht nicht, weil die Gurken da fehlen. Aber nein, der Doppelte ohne Käse reicht. Ja. Vielleicht kriegt der nächste Bild irgendwie etwas anderes. So, ich krieg ein paar Erfahrungspunkte. Wie gesagt, Libero ist hier jetzt in der Session der Beste. Hermikula. Wir feuern dich an! Hier seid ihr Besten. Ja, dann kriegen wir Status vor. Da kriegen wir Status auf Tuning. Brauchen wir tendenziell nicht, wenn ihr guckt, welches Levelunterschied wir haben. Aber easy going. Zack. Da hat die Ameise nicht zu lachen. Schlecht gelaufen, ne? Läuft halt nicht. Will ist besiegt.
Hättest du mich so nicht so fies ausgetrickst, hätte ich mich niemals umgedreht. Okay, Will. Ich hab's. Ich versteck mich einfach. Dann bekommt niemand den Schlüssel. Tschüss, Will. Boah. Hatte der ein Tempo drauf, wo der sich wohl jetzt versteckt hält? Ja, wie erwähnt, tendenziell ist es ja so, dass die sich ja dann immer nur an dem Ort befinden, wo vorher keiner war. Und dementsprechend bist du es vielleicht? Wie hast du mich gefunden? Sag bloß, du hast auf gut Glück einfach jeden angequatscht. Egal, jetzt wird gekämpft! Nee, ich hab euch den Trick verraten. Hi, Will. Schon wieder. Ja, er hat neue Pokémon. Jetzt hat er Flunkkeeper. Tendenziell wäre das wirklich vielleicht eine Option gewesen, dass es tatsächlich ein Kampf mit mehreren Pokémon hintereinander weg ist. Aber leider ist es nicht. Typ Fee. Stahl. Von daher kein Problem für einen Feuerball. Und Kabam! Ja, da hat auch Flunkkeeper nichts zu lachen. Sorry, Flunkkeeper. Das war sogar ein Volltreffer. Hat er gefühlt drei Leisten verloren. In einem Feuerball drei Leisten verloren. Das tut weh. So. Stralobor. Du schaffst das. Yay! Yay! Ich dachte auch mal, yay. So, Spezialverteidigung steigt. Brauchen wir hier in der Hinsicht nicht. Aber wir nehmen trotzdem den Feuerball. Ich glaube, der Doppelte könnte nicht reichen. Aber der Feuerball auf jeden Fall. Tschüss. Einen Feuerball niedergestreckt. Der Libero Level 56. Und Will ist wieder besiegt. Schon wieder. Dabei habe ich extra beim Weglaufen meine Pokémon ausgewechselt. Okay. Das ging schnell. Tja, mich zwischen den Leuten zu verstecken war wohl nicht gut genug. Aber jetzt werde ich mir richtig Mühe geben. Du findest mich nie! Hallo. Glückwunsch, du hast die Nadel im Heuhaufen gefunden. Pass auf, dass ich dich nicht wegpiekse. Joa, Will hat schon wieder Bock. Also im Endeffekt, wie gesagt, das ist im Endeffekt wirklich der Tipp für euch, wenn ihr so sagt, so von wegen, oh, ich finde den ja einfach nicht. Schaut euch tatsächlich an Anfang der Karte einfach an, wo wer sich befindet. Er befindet sich ja an diesen drei Orten immer. Aber, ja, ein kleiner Tipp. Ich könnte mir gut vorstellen, wenn es irgendwann mal so ein Hack oder so für sowas geben sollte, dass der Will da tatsächlich vielleicht eventuell auch so eine Rolle spielt bei so welchen Hacks. Das war schon irgendwie witzig. Also ich würde mal so vorhersagen. Wir glauben an dich, setz dich durch. Meine Pokémon schaffen das. Ja, machen wir doch mal Feuerball. Also er muss halt trainieren, er will ja demnächst zur Fußball-Weltmeisterschaft. Zur Pokémon-Fußball-Weltmeisterschaft will er. Da muss er natürlich trainieren, muss er schön Volley mal schießen, weißt du? Er will ja hier der Star der Mannschaft werden. Verstecken ist sinnlos. Kämpfen ist sinnlos. Da kann man nur noch wegrennen. Okay. Es ist vorbei. Es gibt keinen Ausweg mehr für mich. Denkste. Ich habe keine Lust, mir eine Standpauke von Olivia anzuhören. Aufgeben ist keine Option. Mal sehen, wie du mich schnappen willst, wenn ich ganz clever in die Monorail schlüpfe. Hüpfe, schlüpfe, ab dafür. Bringt Hop her, Leute. Wir müssen den Bahnhof belagern, damit dieser Typ uns nicht erwischt. Okay. Und wir gehen zum Bahnhof. So. Also, ab zum Bahnhof. Da waren wir ja schon. Und wir haben ja oben schon unsere Zickzacks gesehen.
können uns vielleicht helfen jetzt. Wir wissen ja, dass es der ins Äußere ist. Ja, kein Vorbeikommen. Ach, Mist, das ist das nicht. Verdammt. Jetzt setzt euch jetzt sitzt ihr endgültig in der Falle. Gute Arbeit, Immon. Das muss gefeiert werden. Am besten mit einem Song, damit ordentlich Stimmung aufkommt. Ein ganz simpler Song. Ein ganz simpler Sänger, so wie ich, singt ein ganz simples Lied. Und mehr nicht. Meine Lieder wurden nicht geschrieben, um euch Mut zu geben, ihr Lieben. Meinen Liedern wird es nicht gelingen, euch Freude oder Glück zu bringen. Und doch singe ich sie immer wieder, meine schönen, simplen Lieder. Boah, Ness! Ness, yeah, Mann! Hey, ist das nicht Ness? Gibt er hier etwa gerade ein Straßenkonzert? Du meinst wohl eher ein Bahnhofskonzert? Egal. Komm, lass uns näher rangehen. Boah, direkt hier Smartphones gezückt, hier direkt Livestream auf YouTube und so und Twitch, weißt du? Und unsere Rocker TikToks. Yeah, voll das Rockkonzert. Ness, wir haben den Schlüssel. Jetzt können wir mit der Monorail zum Rose Tower fahren. Ja, er macht sein kleines Konzert. Immon, hopp, na los, macht schon. Das ist eure Chance, macht was draus. Okay. Suche den bösen Angestellten, haben wir schon getan. Und hier ist unser... Ja, einige interessantes Wappen, ein interessantes Logo. Sieht so ein bisschen aus wie so zwei Waben, die ineinander gehen. Und dann dahinter viele Waben. Das Waben. Da wären wir, der Rose Tower. Wie hoch dieser Kasten wohl sein mag, die Spitze verschwindet ja sogar in den Wolken. Okay, was ist euer Plan? Team Yell und Ness haben den Typen der Pokémon-Liga sicher noch alle Hände voll zu tun. Wir sind also auf uns allein gestellt. Gute Frage. Hast du eine Idee, Immon? Wir gehen schon. Ich bin dabei. Je schneller wir Deleon da rausholen, desto besser. Du willst schließlich noch beim Champ Cup gegen ihn antreten, stimmt's? Dank dir haben wir es bis hierher geschafft, Immon. Wir dürfen nicht nachlassen. Olivia, muss man nicht verstehen, oder? Ich kaufe ihr einfach nicht ab, dass sie diese Nummer mit dem Monorail-Schlüssel nur dazu da war, um den Liga-Präsidenten zu beeindrucken. Warum der Präsident den Champ im Rose Tower festhalten will, ist mir auch ein Rätsel. Oh, hallo Ness. Mein Auftritt vorhin war der ultimative Kick. Die Menge ist abgefahren wie in Spikeford. Nur eine Zugabe hat noch gefehlt. Seid ihr immer noch hier? Los! Geht endlich! Ich geb euch Rückendeckung! Ich bleib hier bei meinem Bruder, damit er keinen Unfug anstellt. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr uns hier. Komm, machen wir uns auf die Socken, Immon! Passt. Wir gehen nicht direkt rein. Es gibt hier nämlich eigentlich auch noch einiges zu entdecken. Einige gehen auch direkt einfach rein und sagen sich so, oh, warum nicht? Es gibt hier Items. Elektrosamen. Elektrosamen ist dasselbe wie der Grassamen, bloß für ein Elektrofeld. Also, kann man machen, muss man nicht. Wer es haben möchte, ja. Wer es haben möchte, kann es gerne mitnehmen. Dann haben wir hier den Sonderbonbon. Da oben. Ja.
hinter dem Plakat. Sieht man auch nicht immer. Mysterio-Wellen. TM96. Der Körper des Anwenders erzeugt mysteriöse Wellen und senkt dessen Angriffskraft. Senkt den Angriffskraft eines Zieles dadurch stark. Also tendenziell auch eine defensive Attacke. Ja, aber man kann sie mal einsetzen. Wir werden sie in dem Let's Play definitiv nicht einsetzen, aber hier befindet sie sich. Und Akku. Ein einmalig aufladender Akku erhöht den Angriff eines des Trägers, wenn ihn eine Elektroattacke trifft. So. Ich würde damit sagen, das war's dann für heute. Ja, ein kurzer Teil, aber das ist einfach so. Denn im nächsten Teil machen wir, gehen in den Rose Tower. Und da werdet ihr einiges erwarten und auch einiges erleben. Wir sehen uns. Bis dann und ciao.